Was für ein wundervoller Morgen an diesem wundervollen Ort hier. Ja, ich habe mich jetzt gerade für diese Aufnahme umgedreht. Normalerweise sitze ich nämlich in die Richtung. So viel zum Thema Authentizität beim Vloggen. Ich wollte einfach nur mal gerade ganz kurz ankündigen, die Videos der nächsten Tage werden natürlich der Situation geschuldet etwas kürzer ausfallen. Denn ich werde, wie gesagt, jetzt heute bis Freitag jeweils um die 8 Stunden, vielleicht auch 9 Stunden, je nachdem, was da an der Stelle notwendig ist, arbeiten. Davon natürlich keine großartigen Videos machen. Nichtsdestotrotz, jetzt gibt es erstmal ein Joghurtfrühstück, das ich mir gestern noch zubereitet habe. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu warm geworden letzte Nacht. Und ja, dann begebe ich mich eigentlich auch schon an meinen Arbeitsort für heute und melde mich quasi in wahrscheinlich erst 9 bis 10 Stunden wieder. Die Arbeit ist geschafft. Ich bin schon wieder ein paar Meter weiter gefahren. Für heute habe ich mir eine kleine Wanderung rausgesucht. Das Ganze ist noch nördlich von Oribik, welches da hinten schon gerade zu erkennen ist. Und die andere Insel da links, die da zu sehen ist, ist übrigens Korkula. 20 Minuten Fahrt jetzt von hier aus noch bis zum Einstieg unserer Wanderung. Los geht's. Und das hier ist unser erstes Ziel. Die Nakovana Historic Site. Habe ich bei Google Maps zufällig entdeckt. Ist wohl eine Geisterstadt. Einen kleinen Trampelpfad dorthin müssen wir jetzt noch zu Fuß machen. Von da aus geht es natürlich dann weiter. Also wir laufen jetzt nicht diese, das sind glaube ich jetzt gerade mal 500 Meter oder sowas bis dahin. Wir laufen natürlich noch ein Stückchen weiter. Denn wir wollen natürlich jetzt hier, wo wir jetzt gerade auch schon mal hier auf der Insel sind, auch wieder ganz nach oben. Es müsste 17 Uhr um den Dreh sein. Und ja, grundsätzlich dauert die Tour jetzt circa 4,5 Stunden laut Komoot. Ist man also gegen, ja, in einer späten Stunde erst wieder unten. Das sieht aber schon echt ordentlich kaputt aus. Hier steht ja gar nichts mehr. Aber ein wenig schade, also in keine dieser etwas besser erhaltenen Gebäude kommt man noch rein. Es ist alles abgesperrt und ich bin jetzt nicht so derjenige, der Bretter von den Fenstern reißt und Gläser zerschmeißt, um irgendwo reinzukommen, wo er offensichtlich nicht rein soll. Dementsprechend geht es jetzt weiter auf unserer Wanderung. Meine persönliche Vermutung, Erdbeben, so wie das bei dem Lost Place auf Sizilien auch war, das wir besucht hatten. Ich glaube, da gibt es aber tatsächlich leider kein Video von. Und ein, zwei Häuser sehen wirklich noch halbwegs in Ordnung aus im Vergleich zu anderen. Das hat man ja gerade in dem Drohnenvideo gesehen. Wo muss ich lang? Da lang. Ich würde vermuten, älteres Ehepaar hatte keine Lust umzuziehen, wollte ihr sein Örtchen nicht verlassen. Und das Haus ist dann erst stillgelegt worden, als die Zeit dann eben bei den beiden dann auch gekommen ist. Aber ich glaube wirklich, dass wenn man da schon zum Beispiel jetzt seit Jahren gelebt hat, dass man dann auch einfach bleiben will. Die erste Etappe ist geschafft. Hier ist jetzt ein offizieller Trail bis zur Spitze des Sveilija auf 961 Metern. Von hier aus noch 545 Meter zu machen. Walking Time angegeben hier 2 Stunden. Wenn es länger dauert, haben wir jetzt schon bald 18 Uhr. Puh, ungefähr noch 25 Minuten to go. Und ich bin auf jeden Fall weitaus fertiger als gestern. Ich glaube, die Strecke gestern hängt mir echt noch ordentlich in den Knochen. Ich war immer wieder mal kurz dabei zu überlegen, ob ich das abbreche, weil ich diesen ganzen Weg auch noch zurück muss und wir haben gleich, wenn wir oben sind, wahrscheinlich 19 Uhr. Also werden die letzten Meter wahrscheinlich mindestens in der Dämmerung stattfinden.
Gegen 20.30 Uhr ist nämlich Sonnenuntergang. Jetzt ziehen wir es durch und dann werden wir heute Abend sehr, sehr tot ins Bett fallen. Gestartet bin ich übrigens am Auto. Ich glaube auf 250 Meter. Unser Ziel liegt auf 969, um genau zu sein. Also nach gestern 1,2 Kilometer hoch und runter. Heute nochmal knappe 700. Es sind sogar mehr. Mein Kopf arbeitet nicht mehr so, wie er soll. Genug Aufnahmen gemacht, jetzt schaue ich, dass ich hier ganz schnell wieder runterkomme. Wir haben inzwischen 19 Uhr durch. Ich hoffe, dass ich um 21 Uhr wieder am Auto bin. Die Temperaturen gehen nämlich jetzt auch ganz schnell runter. Die Sonne ist auch nicht mehr großartig da. Ich muss gucken, dass ich hier runterkomme. Den Moment halten wir mal gerade ganz kurz fest. Hier laufe ich jetzt fröhlich nach Oribik, obwohl ich da gar nicht hin muss. Ja, an der Strecke hätte ich weiter gerade ausgemusst. Das kostet mich jetzt eine halbe Stunde, deswegen ist es jetzt schon 8:30. Ich bin jetzt endlich wieder zurück am Start des Trails. Von hier aus ist es noch mal eine gute Stunde Schotterweg zurück zum Auto. Das kann ich glücklicherweise im Dunkeln gehen, ohne Sorge haben zu müssen, mich irgendwie zu vertreten oder sowas. So endet dann doch ein sehr erlebnisreicher Tag, obwohl ich ihn 8 Stunden, sogar ein bisschen mehr, mit der Arbeit verbracht habe. Ich verabschiede mich mindestens bis morgen. Ich werde an der gleichen Stelle wieder übernachten wie in der vergangenen Nacht und danach ein bisschen im Auto sitzen. Mal schauen, ob es sich lohnt, dann vom morgigen Tag ein Video zu machen. Schauen wir mal. Bis dann. Ciao.